Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Ich stelle euch heute das letzte Liquid aus der Reihe von Flaschendunst vor. Das ist ein Unternehmen, das aus Liechtenstein kommt. Und da hatte ich jetzt in den letzten Tagen die anderen Sorten hier vorgestellt. Hier ist einmal der Flyer reingehalten. Wenn euch da eine gewisse Sorte interessiert, geht einfach mal auf den Kanal. Da findet ihr alle Videos dazu. Favorit bisher ist auf jeden Fall die Apfelrolle. Finde ich ein sehr, sehr geniales Liquid. Sind auch schöne Tabak-Liquids dabei. Heute kommen wir zu dem hier. Das ist das Mystic Elixir. So sieht das aus. Ist natürlich so ein bisschen geheimnisvoller Mix. Ist ein Longfill-Aroma. Das heißt, ihr habt hier 20 Milliliter Aroma drin und füllt es einfach mit Base und gegebenenfalls Nikotin bis oben hin auf. Eine Reifezeit ist zwischen 5 und 7 Tagen angegeben. Und ich lese euch das Ganze vor. Knackige Äpfel, saurer Granatapfel und süße Kiwi kombiniert in einem leckeren Sommerliquid, welches durchaus alle Qualitäten eines Alldays hat. Das Ganze leicht gekühlt, wie frisch aus dem Kühlschrank. Ich kann euch da schon mal die Angst nehmen. Die Kühle, die ist wirklich sehr, sehr dezent. Ich habe es am Anfang gar nicht mitbekommen, weil die ist halt wirklich ganz, ganz dezent gewählt. Ein bisschen merke ich das auf den Lippen, aber wirklich sehr, sehr wenig mit drinne. Knackige Äpfel, das schmeckt man schon. Also man hat so eine Apfelnote. Ich würde sagen, das geht so in Richtung grüner Apfel. Finde ich auch schön leicht, also nicht so, dass er überpräsent mit rauskommt. Sauren Granatapfel, ja, so eine ganz, ganz leichte Säure ist mit drin. Granatapfel, nachdem ich das gelesen habe, kann ich mir das vorstellen. Ich hätte ihn jetzt nicht so normal als Granatapfel rausgeschmeckt. Finde ich, kommt ja aber ziemlich gut in diesen Liquid. Kiwi ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn die gut umgesetzt ist. Das macht das Liquid einfach, ja, viel komplexer, viel fruchtiger. Also dadurch kommt eine extrem fruchtige Note in das Liquid rein. Und die Anspielung auf All Day, die kann ich ja auch unterstützen. Das war ein Liquid, was mir, wo ich das auf der Messe probiert habe, eher nicht so gefallen hat. Jetzt so im Nachhinein finde ich es ziemlich gut. Ich würde denen auch eine MTL-Tauglichkeit unterstellen, weil das hat einfach schön was Abgerundetes, ist einfach nicht zu anstrengend. Die Süße auf jeden Fall im Rahmen gehalten, die ist auch nicht übertrieben und damit kann man es halt wirklich den ganzen Tag dampfen und hat durch die Kiwi einfach immer so einen interessanten Faktor mit drin, so dass es halt auch auf Dauer nicht langweilig wird und immer noch was Fruchtiges hat, was sich so ein bisschen absetzt. Ja, also meiner Meinung nach ein ziemlich geniales Liquid. Waren auf jeden Fall einige Sorten mit drin, die mir ziemlich gut gefallen haben. Also wenn euch das interessiert, gern nochmal die anderen Videos dazu angucken. Und dann würde ich sagen, war's das mit diesem. Haben wir diese Reihe abgeschlossen. Und ja, falls ihr was davon probiert habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare mit rein. Gerade so diese Tabak-Liquids haben einen ganz, ganz interessanten Charakter. Ja, ich würde sagen, das war's damit. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, aktiviert mal die Glocke unter diesem Video, wenn ihr mich unterstützen wollt, einen Daumen nach oben und eventuell einen Kommentar. Das war's, wunderschönen Tag euch noch und bis zum nächsten Video. Bis dahin.